Meine Turmbesteigung am Wiener Stephansdom und der Kultursommer in Güssing. Ein bunter Themenmix, jetzt im Wochenendmagazin. Schönes Wochenende und willkommen zum Weekend-Magazin hier auf kurier.tv. Das Café Sacher ist in Wien eine echte Institution. Jetzt können Sie ein Stück Sachertorte mit einer Melange nicht nur im Herzen von Österreich, sondern auch am Meer genießen. Das Café Sacher hat jetzt auch einen Ableger in Triest. Karin Kofler ist für uns vor Ort. Triest war einst größter Seehafen des mächtigen österreichischen Kaiserreichs und ein wichtiges Handels- und Wirtschaftszentrum. In der Blütezeit um 1900 dockten jährlich tausende Schiffe aus aller Welt an den Quaimauern, um Kisten mit Kaffee abzuladen. Und so fragt man sich, wieso nicht schon früher jemand auf die Idee gekommen ist, im Kaffeehaus Verliebten Triest ein Café Sacher zu eröffnen. Das Café Sacher ist Stadtgespräch Nummer 1. Café Sacher liegt also am Meer, gelegen mitten in der Fußgängerzone im geschäftigen Stadtzentrum von Triest. Also das Café Sacher Triest ist eigentlich geboren aus einer nicht Schnapsidee, durchaus nicht, aber es war eine Unterhaltung zwischen den Besitzern vom Sacher, den beiden Herrn und Frau Winkler. Warum es denn eigentlich nicht ein Sacher in Triest gibt, was so natürlich ist und so auf der Hand liegt. Dann gab es mal kurz Überlegungszeit für beide Seiten. Dann haben wir geschaut, wie wir das am besten auch vertraglich lösen können. Meine Bedingung in dem Sinne, sozusagen eine Bedingung war, wo ich sage, ich mache es nur, wenn ich das richtige Lokal finde, da ja ein Sacher nicht wirklich nachproduzierbar ist, im Sinne ein modernes Geschäft und man baut was vielleicht, was Antikes, Falsches hinein. Also es musste natürlich ein Geschäft mit Geschichte sein, mit Patina sein. Ich sage, es ist absolut Liebe zum Detail. Was extrem wichtig ist, wenn man zwei Dinge zusammenbringt. Auf der einen Seite das klassische, berühmteste Schuhgeschäft von Triest, wo Generationen ihre Schuhe gekauft haben, sei es die ersten paar Schuhe oder die Schuhe zur Hochzeit, plus natürlich ein anderes Traditionsunternehmen, noch viel größer, noch viel berühmter in der Welt, eben das Sacher. Da muss man dann ganz vorsichtig sein, wenn man diese beiden Dinge zusammenbringt. Und das geht eben nur entweder mit gutem persönlichen Geschmack oder, wie auch in unserem Fall, mit großer Hilfe von einem Architektenbüro und einem Designerbüro. Beide, das Architektenbüro wie auch das Designerbüro, haben schon davor mit Sacher gearbeitet. Das heißt, die DNA Sacher war schon recht stark. Und es war klar, wir müssen nicht nur die Technik von 2023 in ein 110 Jahre altes Projekt reinbauen, sondern wir müssen auch restaurieren. Die ganzen Holzleisten zum Beispiel haben wir auch so ein Stück gefunden, das war gerade einen Meter lang, hat dann ein Tiroler Tischler in den Bergen nachgemacht, war der Einzige, der noch diese alten Maschinen gehabt hat, um eben genau diese Holzleisten nachzumachen. Das heißt, es waren dann 250 Meter von diesen Holzleisten. Und am Ende war es wirklich so, dass das Denkmalamt, das ein sehr, sehr scharfes Auge hier gehabt hat, gesagt hat, sie haben noch nie eine so perfekte und genaue Restaurierung hier erlebt. Also das macht uns doch auch sehr stolz, aber es war natürlich, es muss Liebe dabei sein, es muss mit Herz gemacht werden, weil sonst wird das wie bei eigentlich jeder Sache, wird das nur eine halbe Sache. Der Wiener ist schon bekannt als Nörgler, der Triestiner kann es noch besser. Also alles, was irgendwie mit Wechsel, mit was Neuem zu tun hat, ist dem Triestiner mal ganz, ganz unrecht, weil es ihm aus seinem bequemen Tagesrhythmus einfach rausbringt. Und wir wissen, die Triestiner sind ein sehr
sagen wir mal, ein genügsames Volk. Triestiner waren zuerst und gesagt, ach, das wird ein Lokal für die Ausländer, für die Touristen. Was uns so wirklich sehr, sehr freut, ist, dass zu 90% die Klienten, unsere Kunden hier, sind Triestiner. Weil auch die Idee von Anfang an so war, eigentlich einen Salotto, also den Salon für die Triestiner zu machen. Weil das sind unsere Kunden. Wir leben hier, wir arbeiten hier. Und es ist natürlich vollkommen logisch, dass man das zunächst mal für die Triestiner macht. Der Tourist kommt sowieso, geht aber auch wieder. Das heißt, es freut uns wirklich unheimlich, dass es die Triestiner so angenommen haben. Und ist auch nicht selbstverständlich, obwohl in dieser Stadt gerade die Österreicher wirklich wahnsinnig willkommen sind. Die einzige Stadt in Italien eigentlich, wo Österreicher so herzlich willkommen sind. Es war nicht klar, dass ein Unternehmen auch so aufgenommen wird. Aber dadurch auf der einen Seite Markensache, auf der anderen Seite ich als gebürtiger Wiener, wurde also wirklich herzlichst und mit offenen Armen aufgenommen. Sacher und anschließendem Schlendern entlang der Riva am Hafen und mit Ausblick aufs Meer fühlt man sich sofort heimisch. Der internationale Superstar Robbie Williams war diese Woche in der Steiermark zu Gast. Der Anlass dafür? Beim Ski-Opening in Schladming erwarten uns im Dezember gleich zwei Konzerte. Die Skiregion Schladming-Dachstein investiert für das Ski-Opening 2023 in einen echten Superstar, Robbie Williams. Schon vorab ist er diese Woche auf die steirische Reiteralm gekommen. Dabei ist er auch gleich in einen Steireranzug geschlüpft. Erst vor wenigen Tagen ist das geplante Kärnten-Konzert abgesagt worden. Dafür gibt es jetzt Österreich-Termine für den Winter. Mein Management fragte mich, ob ich in Schladming am 7. und 8. Dezember performen möchte. Und ich sagte, ja, das mache ich sehr gerne. Jedes Mal, wenn ich nach Österreich kommen darf, bin ich sehr glücklich. Schladming gekannt hat er vorher aber nicht. Jetzt weiß ich, wo es ist. Es ist hier. Bis Dezember könnte es auch neue Hits vom englischen Superstar geben. Ich mag es, kreativ zu sein. Das ist unglaublich therapeutisch. Ich denke, ich werde Songs schreiben, egal wie viele Leute ich damit erreichen kann. Solange es irgendein Publikum gibt, muss ich das ausdrücken, was mir am Herzen liegt. Ob künstliche Intelligenz seine Kreativität bedrohen könnte, das denkt Robbie Williams nicht. Du kannst entweder Angst davor haben oder es angehen und nach besten Kräften nützen. Denn wir können nichts dagegen tun. Es passiert. Für Leute, die nicht so einen Erfolg wie ich hatten, ist das unglaublich unfair. Aber das Leben ist nicht fair. Darum geht es nicht. Also nimm es an oder bleib zurück. Robbie Williams landete per Hubschrauber in den steirischen Alpen. Im Winter wird er direkt von Australien anreisen. Für den Klimawandel verantwortlich fühlt sich der Popstar nicht. Klimawandel passiert nicht, weil ich mit dem Hubschrauber geflogen bin. Und auch nicht, weil ich in den Privatjet gestiegen bin. Natürlich hilft es der Sache nicht, aber es gibt sehr viele Dinge auf dem Planeten, die der Sache nicht helfen. Ich bin Popstar und ich mache Popstar-Dinge. Ich singe und ich tanze. Und dann werde ich nach Dingen wie künstlicher Intelligenz und Klimawandel gefragt. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich bin hier, um zu unterhalten. Ob ich mir darüber Sorgen mache? Ich mache mir Sorgen über sehr viele Dinge auf dem Planeten, die geändert werden müssten und ganz anders sein sollten. Aber ich bin kein Politiker. Ich bin Zivilist auf dem Planeten, der zufällig einen öffentlichen Job hat. Ich möchte, dass die Dinge anders werden. Aber ich kümmere mich um meine Familie. Das ist das, was ich tue. You know, I'd like things to be different, but
I'm looking after my family and that's what I do. Ganz nach dem Motto Let me entertain you wird sich Robbie Williams im Dezember um ein fulminantes Ski-Opening in Schladming kümmern. Den Themen Schwerpunkt Gesundheit widmen Ihnen die Apothekerkammern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Nicht jeder Sport ist für jeden geeignet. Warum das Körperbefinden dabei eine große Rolle spielt und warum Sie mit Ihrer sportlichen Leistung oft das Gefühl haben, nicht mehr vorwärts zu kommen, Judith Tieber hat für Sie nach einer Antwort gesucht. Verletzungen im Sport können langfristige Folgen mit sich tragen und das Leben im schlimmsten Fall schwer beeinträchtigen. Zumindest im Freizeitsport hängen Verletzungen oft damit zusammen, dass Sportarten ausgewählt werden, die für die jeweilige Person eigentlich ungeeignet ist. Zunächst mal ist es wichtig zu analysieren, macht es mir überhaupt Spaß oder ist es einfach nur ein Trend? Also es ist nicht jeder derselbe Typ, drücken wir es einmal so aus. Und ich werde nicht einem Sport treu bleiben, der mir nicht Spaß macht, nur weil er gerade im Trend ist. Bewegungsabläufe können schnell zu einer Belastung werden. Das macht keinen Sinn, wenn die Motivation da ist, zum Trainieren irgendwie zu trainieren, sondern bevor ich mich viel bewege, ist einmal zu analysieren, wie man sich bewegt. All jene, die viel vor dem Bildschirm sitzen und daher zu einer Fehlhaltung neigen, sollten laut dem Neuroathletiktrainer beispielsweise keine Liegestütze machen. Und wenn ich mit der Person jetzt sage, ja, Training sind natürlich auch Liegestütze, macht es keinen Sinn, weil dann meine Schultern immer mehr nach innen wachsen, ich mehr meine Muskeln hier hinten und meine Sehnen überlaste, ich dann irgendwann ein Impingement-Syndrom habe, sprich der Oberarmkopf drückt gegen Schulterdach, die Sehnen sind beleidigt, sind entzündet und irgendwann reißt meine Sehne ein. Das heißt, mit dieser Person ist es initial einmal wichtig, viel öffnende Bewegungen, Außenrotationen zu trainieren. So hat jeder Körper unterschiedliche Ansätze, auf die sie bei der Auswahl der richtigen Sportart achten sollten. Aber auch der tägliche Stresspegel spielt eine wesentliche Rolle. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, wenn ich einen Stress habe, dann brauche ich ein Stück Torte oder Schoko oder sonst irgendwas. Fahre ich in der Form vielleicht mein Cortisol einmal ein bisschen runter, Serotonin, ich bin glücklich und ich bin entspannt. Die Person hat wahrscheinlich auch ein bisschen so ein wabbelndes Fettgewebe, was mir in dem Fall aber lieber ist als ein verdichtetes Fettgewebe, weil das Wabbelfettgewebe zwar vielleicht unschön ist im Spiegel, aber nicht so toxisch ist wie beim zweiten Stresstypus, der jetzt nicht, wenn er Stress hat, irgendwie sich beruhigen muss mit Süßigkeiten, sondern der die ganze Zeit Energie ziehen kann und wirklich rennt wie ein Duracell-Häschen, weil mein Körper punkto Energiebereitstellung umstellt auf Gluconeogenese. Das heißt, mein Körper macht Zucker, dass ich weiter wie das Duracell-Häschen laufen kann. Das Problem ist dann mehr Organfett, auch rund um die Leber herum. Neuroathletische Trainerinnen und Trainer können Ihnen dabei helfen, Ihren Körper zu analysieren und die richtige Sportart für Sie auszuwählen. Also man merkt schon einmal einiges beim Biorhythmus. Das heißt, schläft die Person durch oder wacht die Person eventuell jedes Mal um 2, 3, 4 auf? Dann weiß man schon einmal, der Biorhythmus ist gestört und da wird schon einmal um eine gewisse Zeit die Arbeit des Immunsystems unterbrochen, weil mein Immunsystem ist nachtaktiv. Und wer schlecht schläft, stört im Immunsystem beim Arbeiten. Dieses wiederum hängt ja auch mit der Verdauung zusammen. Ich habe oft Leute sagen, nein, ich verdaue eh ganz normal und von normaler Verdauung habe ich schon gehört, 5-mal täglich bis 1-mal alle 3 Tage und das ist definitiv nicht normal. Geht's der Verdauung schlecht, leidet also auch die Performance. Also Gehirn will auch Energie. Wenn es nicht bekommt, dann tue ich mir natürlich auch schwer zu arbeiten oder einfach mich zu konzentrieren. Und tue ich mir natürlich auch schwer beim Training, weil es das Gehirn nicht erlaubt, dass die Energie entsprechend in meine Muskulatur wandert, wo ich es eigentlich brauchen würde. Unser Körper ist ein echtes Wunder. Wer die Zusammenhänge verstanden hat, kann eine bessere sportliche Performance abliefern. Oft sind es auch nur die kleinen Dinge, die uns daran hindern, besser zu werden. Professionelles Wissen kann Ihnen dabei helfen, risikominimiert und auf Ihren Körper abgestimmt,
den richtigen Sport auf langfristiger Sicht zu finden. Den intimen Schwerpunkt Gesundheit widmeten Ihnen die Apothekerkammern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Das Rätselraten um die Neuausrichtung des Güssinger Kultursommers ist jetzt vorbei. Andreas Witterseck übernimmt die Nachfolge von Burgschauspieler Frank Hofmann. Somit ist Witterseck der nächste prominente Name auf der Hans-Peter Doskozil-Promi-Liste. Nicht aus Eitelkeit, er möchte als Botschafter für das Burgenland fungieren. Unser Burgenland-Korrespondent Berti Unger mit den Details. Andreas Witterseck ist der neue Intendant des Güssinger Kultursommers und der international bekannte Kabarettist ist der nächste große Name auf Hans-Peter Doskozils Kultur-Promi-Liste. Der Wahl-Südburgenländer mit Wohnsitz in Inzenhof bei Güssing ist für Wortwitz und Satire bekannt. Diese Eigenschaften wird er auch auf den Kultursommer projizieren. So wie Favoriten in Wien ist das Südburgenland offensichtlich hat es eine magische Kraft für Kabarettisten. Und es ist der Rese Taritz von dort, der Stipsitz ist zwar nicht direkt von dort, aber ist dort auch hingezogen. Und deswegen möchte ich eigentlich anfangen mit einer Gala, mit so Burgenland All-Stars. Und ich habe schon geredet, also bevor man noch Verträge macht, sollte man eigentlich nicht so viel sagen, aber ich möchte eigentlich meine Pläne darlegen. Und die Leute, mit denen ich geredet habe, waren alle Kollegen und Kolleginnen, waren einverstanden und haben Ja gesagt. Es wäre der Lukas dabei, der Rese Taritz, der Stiebel, der Stipsitz, die Eva Marold und den Spörk habe ich noch angesprochen. Das heißt, die würden vielleicht einmal, wenn das alles gut geht, eine Gala oben machen. Frank Hofmann machte den Güssinger Kultursommer salonfähig und seine Inszenierungen mit Laiendarstellern sorgten über 20 Jahre für Publikumsinteresse. Andreas Witterseck war Frank Hofmanns Wunschkandidat für eine mögliche Nachfolge. Doch zu einer Hofübergabe kam es nicht. Frank Hofmann starb am 4. Juni 2022 und ein Jahr später übernimmt Witterseck nun Hofmanns Erbe. Also ich möchte mich noch einmal bedanken und ich hoffe, ich werde die Erwartungen nicht enttäuschen, ich kann es gar nicht erwarten. Der Vertrag mit Witterseck wurde auf 5 Jahre abgeschlossen und für das kulturelle Burgenland ergibt sich eine Win-Win-Situation. Und ich bin wirklich sehr froh und auch dankbar und möchte mich an dieser Stelle auch bedanken, dass es gelungen ist, auf der einen Seite eine derartige Größe der Kabarettszene in Österreich für Güssing zu gewinnen. Und was ja noch dazu kommt, ist, dass er Wahlburgenländer ist, mit dem Bezirk auch verbunden ist, seinen noch oder doch schon Haupt- oder Nebenwohnsitz in Inzenhof hat und die Region natürlich auch sehr gut kennt und schlichtweg ist es für uns, für mich persönlich, für die Kulturlandschaft im Burgenland eine Win-Win-Situation. Und freut mich, dass jetzt wieder aus einer, unter Anführungszeichen, Vorstadt von Güssing jemand Intendant in Güssing wird. Der Frank Hofmann hat ja in Großmürbisch gelebt, der Andi in Inzenhof. Das heißt, um Güssing herum siedeln sich genügend Kulturschaffende an und bringen sich jetzt ein und das ist das Großartige. Der erste Gedanke von mir war ganz, also ich bin jemand, der lieber mit kleinen Schritten beginnt, als mit 2 Schritten vorwärts und 1 Schritt zurück. Also ich dachte, wir fangen klein an, vielleicht im Freilichtmuseum Gerasdorf, in der Umbauphase hier vom Kulturzentrum. Und dann kam aber auch der Wunsch, ist auf einmal wach geworden, dann doch die Burg irgendwie noch einzubinden, was ich völlig nachvollziehen kann, weil wir waren jetzt gerade oben, es ist natürlich ein wunderschöner Ort und den einfach nicht zu verwenden, wäre eigentlich wirklich eine Sünde. Und dann haben wir uns halt überlegt, dass wir vielleicht doch in den ersten 2 Jahren, also ich rede mal vom ersten Jahr, dort eine Art beginnt mit einer Gala, sage ich jetzt einmal dazu, wo ich versuche als Schwerpunkt die burgenländischen Künstler zu nehmen. Das Kulturzentrum Güssing wird nach der Fertigstellung im Jahr 2025 Frank Hofmanns Namen tragen. Andreas Witterseck hat das Kulturzentrum als Hauptspielstätte des Güssinger Kultursommers im Visier. Und damit schließt sich dieser ganz besondere Kreis. Ich bin wieder als Action-Reporter im Einsatz und diesmal zeige ich Ihnen Wien von ganz oben. Mein neuestes Abenteuer, eine Turmbesteigung am Wiener Stephansdom. Kirche und Action, ja, das geht. Sehen Sie selbst. Ich habe schon Leute gehabt, die überzeugt waren, sie würden es schaffen. Und beim Angstloch, bei Blick
110 Meter nach unten sind. Lieber doch nicht. Ich habe es der Frau versprochen, ich riskiere nicht zu viel. So muss das sein. Ein normaler Fernsehdreh. Es ist wirklich unglaublich, hier oben zu stehen und man fühlt sich auch sicher. Also wenn man runterschaut, ein bisschen Respekt schon. Meine heutige Mission führt mich ins Herzen von Österreich. Hinter mir der Wiener Stephansdom und genau den werde ich heute besteigen. Eine Abenteuermission mit dem Segen Gottes. Pfarrer, grüße. Freut mich sehr. Guten Morgen. Herzlich willkommen im Stephansdom. Vielen Dank. Es ist immer ein besonderes Gefühl für mich, wenn ich da reingehe. Es ist so die Ruhe und man findet ein bisschen zu sich. Wie geht es Ihnen damit nach so vielen Jahren im Stephansdom? Hat der Stephansdom immer noch diesen besonderen Reiz? Der Stephansdom ist ein ganz besonderer Kraftort für mich und für tausende Menschen, die hier jede Woche Gottesdienst feiern. Und dass da ein Punkt ist, wo sich Himmel und Erde berühren. Und wir haben heute eine ganz besondere Mission vor uns. Wir klettern rauf auf den Stephansdom. Sind Sie auch ein Abenteuerfan? Ich habe schon viele Abenteuer in meinem Leben hinter mich gebracht, mit Erfolg, mit Gewinn, mit geistlichem Gewinn. Dazu gehört sicherlich jede einzelne Turmbesteigung. Und ich bin, glaube ich, bis jetzt schon 90 Mal auf die Turmspitze geklettert und das ist heute das 91. Mal. Sie sind ja auch bekannt für Ihre sehr lockere und legere Art. Was sagen Sie Kritikern, die meinen, Sie sind vielleicht zu wenig geistlich in Ihrem Auftritt? Die Wiedereintritte, die ich habe, die sagen, ich trete ganz besonders herzlich gerne bei dir ein, weil du bist nicht geistlich enthoben und fühlst dich an erhaben über mich, moralisch, dass ich dann unterlegen wäre. Ich bin kein Guru, ich bin kein Mönch, ich bin kein Eremit, sondern ich bin mitten unter dem Volk und versuche hier mit einigen zählbaren Erfolg etwas zu machen. Aber wenn Sie meinen Beichtvater fragen würden, würden Sie genau erfahren, was auch an Dingen, wenn er sagen dürfte, er darf es natürlich nicht. Finden Sie eigentlich, sollten Pfarrer auch heiraten dürfen? Das ist ein altes Thema, das immer wieder in der Kirchengeschichte da war. Das Zölibatsgebot ist nicht seit Anfang an da. Petrus war verheiratet, die anderen Apostel waren natürlich verheiratet. Aber es hat verschiedene Vorteile, aber gesellschaftlich argumentierbar ist es heute sehr schwer nachvollziehbar. Daher muss jeder für sich selbst eine Lösung finden. Gut, dann würde ich sagen, starten wir ins Abenteuer. Rauf geht's auf den Stephansdom. Absolut, nehmen wir dich mit. Wir sind hier am Dachboden des Wiener Stephansdom. Was sehen wir hier im Hintergrund? Wir sind auf 28 Meter Höhe über dem Altarraum, über dem Presbyterium und sehen hier einen Spitzbogen. Das heißt, Fitnessstudio brauchen Sie eigentlich keines mehr? Eigentlich nicht. Wenn ich hier öfters gehen würde, öfters ins Fitnessstudio gehen würde, wäre natürlich noch besser. Jetzt geht es in den wirklichen Aufstiegsbereich. So, was ist die nächste Station? Jetzt geht es durch diese hölzerne Luke, wo ich die Tür aufmachen kann, auf das Plateau des Angstloches, wo dann Angstloch. Die Entscheidung getroffen wird. Gehe ich oder gehe ich nicht? Wage ich in 110 Meter Höhe, circa die letzten 25 Meter des Aufstiegs? So, und da geht es jetzt zum Angstloch hinaus. Da muss man durchpassen, dass man von dem Körperumfang schon limitiert. Der 360 Grad Blick hier vom Angstloch. Hier stehe ich, gerade so groß, dass ich stehen kann. Und der Stephansdom unter uns schaut von oben ganz winzig aus. So, und jetzt geht's hier hinauf. Das sind die nächsten Meter. Und ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Boah, das ist... Ist das geil hier oben. Hier oben zu stehen, das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Man sieht die Stadt Wien von einer 360-Grad-Perspektive und man kann einfach mal so richtig abschalten. Das Gefühl der Freiheit, würde ich sagen, das spürt man hier oben wirklich, aber man muss es selbst ausprobieren. So richtig in Worte beschreiben kann man es nicht. Es ist wirklich unglaublich, hier oben zu stehen und man fühlt sich auch sicher. Also wenn man runterschaut, ein bisschen Respekt schon, aber insgesamt, es läuft gut, würde ich sagen. Sodala, geschafft. Gratuliere zur Besteigung des Südturmes. Nicht ganz näher hinauf, aber wetterbedingt übers Angstloch weit hinaus. Gratuliere dir herzlich. Dankeschön. Die letzten Meter waren jetzt leider nicht möglich wegen dem Wetter, aber wer weiß, vielleicht ein zweites Mal dann genau. Bis ganz an die Spitze. Vielen Gratuliere Dank. Dir. Dankeschön. Alles gut gegangen, Turmbesteigung geschafft und jetzt zum Schluss zünden wir uns noch ein Kerzchen an. Das war's von unserem Weekend-Magazin. Von Montag bis Freitag sehen Sie wieder unser tägliches Kurier-TV-Magazin ab 17 Uhr hier bei uns auf Kurier-TV. Bis dahin, schönes Wochenende und erholen Sie sich gut.